Hallo, mein Name ist Paulina und heute zeige ich euch, wie man das Memory-Spiel Die flinken Forscher spielt. In dem Spiel befinden sich Kartenpaare und diese müssen zugeordnet werden. Es gibt zum einen Bilder, die beschreiben, was das Wort macht. Zum Beispiel gibt es hier Füllen und hier das Wort Füllen, also eine Beschreibung der Aktivität füllen und das Wort dazu. Ja. Und es wird der Reihe nach gespielt. Es werden immer zwei Karten aufgedeckt und wenn diese beiden Kartenpaare zueinander gehören, darf man sich die Karte nehmen und kann man nochmal eine Karte aufdecken oder zwei Karten aufdecken. Und wer am Ende am meisten Paare hat, die Person hat gewonnen. Dann können wir spielen. Dann können wir spielen. So, vegan. Vegan. Sehr gut. Wow, jetzt räumst du ab. Ich hab trainiert. Genau, jetzt geht es wieder um das Finden von Paaren. Auf der einen Karte steht ein Wort und auf der anderen dazugehörigen Karte steht ein Bild, was gefunden werden muss. Und jede Person bekommt vier Karten. Und es wird der Reihe nach gefragt, ob eine andere Person die Karte hat. Und das macht man, indem man die Person anspricht, also zum Beispiel Andrea, gießt du? Und die Antwort wäre, wenn die Person nicht die dazugehörige Karte hat, dass sie sagt, nein, ich gieße nicht. Und wenn sie sie hat, sagt sie, ja, ich gieße und muss die Karte dann mir zum Beispiel geben. Und genau, wenn man ein Paar gefunden hat, legt man es zur Seite und am Ende gewinnt wieder die Person mit den meisten Kartenpaaren. Rührst du um? Ja, ich rühre um. Sehr schön. 5, 6, wie viel hast du? Beide haben 6. Okay. Beide 5. Ich habe verloren.